Do you have any cheese or eggs or any animal products in your sauce? Yeah, the tomato sauce. Only in a fucking America, bro. Tell me, please, who the fuck puts cheese in sauce? The vegan community and the Reddit community are both outraged! Veganer. Allein das Wort löst schon sanftes Unbehagen bei mir aus. Das ist ein sehr barbarischer Akt und definitiv nicht mehr zeitgemäß. Und auch diesen, werten Herrn, zähle ich nicht zu meinen persönlichen Idolen. Jeder von euch, der meint, ich soll meinen Wetteinsatz sozusagen erfüllen, der kann mir halt selber dieses Kalb hier jetzt umbringen. Ich bin zum Bauernhof gefahren, hab dem ein bisschen Cash gegeben, hab gesagt, pass mal auf, zu dem Zeitpunkt bringen wir das Kalb vor meine Snackbar. Wer ist bereit dazu? Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, für eine Woche komplett in ihre Welt einzutauchen. In ein für mich vollkommen fremdes Lebensgefühl. Heute beginnt für mich mein Leben als Veganer. Veganismus. Leute haben verschiedene Auffassungen dafür. Manche sagen, es kann die langfristige Lösung aller Ernährungsprobleme der Welt sein. Andere belächeln die Thematik eher, machen Witze, dass das vegane Buffet hinten beim Kompost ist und ähnliches. Man hat sie bereits gehört, man kennt es. Aber für unseren Selbstversuch, den wir hier starten, habe ich mir vorgenommen, eine Woche lang diesen Lebensstil vorurteilsfrei nachzuleben. Dementsprechend haben wir für heute schon mal köstlich eingekauft und machen uns nun auf den Weg in die Küche, um ein herrliches Mahl herbeizuzaubern. Ich freue mich. Also jeder echte Veganer, der mir dabei zuschaut, wie ich diesen Tofu versuche irgendwie trocken zu bekommen, bekommt wahrscheinlich gerade einen Herzinfarkt. Ich war ja vor einigen Jahren mal mit einer Veganerin tatsächlich zusammen gewesen und da habe ich was sehr Interessantes gehört. Ich weiß nicht, ob das Kanon ist in Veganerkreisen, aber sie hat tatsächlich gesagt, dass sie bei Kartoffeln beispielsweise den Dreck außen nicht abmacht, weil der eine gute Quelle für verschiedene Nährstoffe wohl ist, die Veganer nicht viel bekommen. Das verstehe, benutzt man beim Brokkoli den Stamm unten wohl nicht. Professionalität. Ich habe keine Ahnung, was scharf anbraten bedeutet, aber wir finden es heute raus. Das ist ja das Geniale an der asiatischen Küche. Bisschen Sojasauce rein und schon bist du eigentlich quasi fertig. Das Brot ist ein wenig verzerrt worden beim Einkauf, aber sollte hoffentlich keinen Abriss tun. Ansonsten haben wir die klassische Frühstücksuhrzeit, 14:35 Uhr. Heute zum ersten Mal ein bisschen Probleme, kann man wohl sagen, gehabt. Den ganzen Tag irgendwie nicht in Gang gekommen, wenig Energie gehabt. Prinzipiell irgendwie Schwierigkeiten gehabt, so richtig, ja, in Fahrt eben zu kommen. Und ich dachte zuerst natürlich dann so, oh, muss natürlich die vegane Ernährung sein, aber ich denke, es lag wohl wirklich einfach nur an Unterzucker. Ich habe dann ein paar Oreos mir gegönnt und war direkt eigentlich wieder komplett fit. Wonder if I gave an Oreo to this cute guy that I used to know. Gut, Zeit fürs Mittagessen. Ich habe Hunger. Wird Zeit, ein paar vegane Einkäufe zu tätigen. Im Supermarkt meines Vertrauens. Gott, ey, 5 Euro für ein paar Macadamia-Nüsse.
Wow. Ich habe die Honigabteilung gefunden. Honig ebenfalls nicht vegan. Streiten sich manche Menschen ein bisschen drum, aber es ist tatsächlich so, habe ich mir zumindest so erklären lassen von einem veganen Aktivisten, dass es in erster Linie wohl nicht darum geht, dass es dem Tier schaden würde, wie es jetzt bei Milch oder bei Eiern eben der Fall sein kann, sondern es geht tatsächlich wohl eher darum, dass der Mensch sich in ein hierarchisch höheres, in eine hierarchisch höhere Position stellt als das Tier und somit eben die Frucht seiner Arbeit für sich nutzt. Also er hat es mit den schönen Worten Sklaverei umschrieben. Gut, ich habe jetzt im Rewe gerade 4 Gegenstände käuflich erstanden zu einem Preis von 11,16 €. Ich finde, wenn man einen Job hat und wirklich ein Gehalt hat, ist es auf jeden Fall eine Lebensweise, die man sich finanzieren kann und auch sollte. Wenn man nämlich die Mittel dazu hat, sich wirklich gut zu ernähren und auch ausreichend und auch am besten natürlich auch noch die Zeit, dann sollte man das machen. Also es ist ein langer Weg, bis sich das eingependelt hat und auch nicht mehr anstrengend ist. Das fand ich beim Vegetarismus jetzt nicht so arg. Andere fanden das auch nur zum Vegetarier-Dasein halt sehr anstrengend. Aber ich finde, bei Veganen, da braucht man Puste für. Auch als begeisterter Carnivore weiß ich, dass der vegane Lebensstil nicht gerade einfach ist. Und ich mache mir da keine Illusion, dass ich alleine das alles hinbekommen kann. Deswegen habe ich mir tatsächlich ein kleines Team aus, nennen wir sie Experten, zusammengestellt, die bereits seit mehreren Jahren vegetarisch oder vegan leben. Ja, hi, ich bin Lea, ich bin 24 Jahre alt, ich bin in Mannheim wohnhaft und ich bin jetzt seit 6 Jahren straighter Vegetarier. War es auch schon mit 16 Mal, aber aufgrund dadurch, dass meine Mutter nicht vegetarisch kochte, bin ich dann wieder zum Fleischessen gekommen und tatsächlich erst in meiner Beziehung mit meinem damaligen Freund bin ich dann mit 19, glaube ich, dauerhaft wieder zum Vegetarier geworden. Also das hat sich dann eingependelt. Ich bin nicht direkt Vegetarier geworden, also ich habe am Anfang wenig Fleisch gegessen und dann mit 19 straight dann durch bis jetzt. Stehen mir alle beratend zur Seite, haben sich auch bereit erklärt, teilweise Interviews für mich extra abzugeben, um mir ein bisschen besser die Einblicke in die vegetarisch-vegane Welt zu geben und mir ein bisschen so Tipps zu geben, auf was ich denn achten kann. Und seien wir ehrlich, wie ich in der Woche nicht verhungere. Vielen Dank an euch. Eine vegane Ernährung kann auf jeden Fall super gesund sein und kann einem sehr viel geben, aber dafür muss man sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und dafür fehlt mir zu dem Zeitpunkt und mittlerweile halt leider auch einfach die Zeit und auch das Bewusstsein speziell für Ernährung aufgrund meiner Vorgeschichte. Also für mich, mir fällt es halt schwer, mich generell bewusst zu ernähren. Rewe insgesamt 25 €. Im Reformhaus habe ich bezahlt 16 € und beim Penny nochmal 33 €. Das heißt, summa summarum, viel Geld für eine Woche Ernährung. Schauen wir doch mal, ob es sich lohnt und ob ich satt werde. Okay, hier wird jetzt gerade mein köstliches Mahl zubereitet. Wie war der Name nochmal? Lindal. Linsendal. Köstlich. Leichte Ähnlichkeit mit Erbrochenen. Aber nur ein bisschen. Und da ist die Woche auch schon vorbei. 7 Tage veganer Lebensstil. 7 Tage in die Welt des Veganismus eingetaucht. Zwiebel mit Brötchen. Was haben wir gelernt? Nun, einiges, muss ich sagen. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich einen großen Mehrwert aus der ganzen Sache im Endeffekt herausziehen würde. Wir verwenden Eier aus Freilandhaltung, aber ihr benutzt trotzdem Eier. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gelernt habe, dass diese Art des Lebensstils doch, ich will es kaum aussprechen, aber vielleicht doch mehr mit sich bringen kann, als man zuerst erwartet. Aber man sieht auf jeden Fall die Relation von Fleischprodukten zu Fleischersatzprodukten. Es ist doch kein so großer Markt bisher. Nicht so viel Auswahl, würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass diese Menschen sich sehr, sehr viele Gedanken um ihre Umwelt machen und sehr viele Gedanken auch darin investieren, wie sie die Welt eben auf ihre kleine Art verbessern können. The world's a much safer place if we eat the animals that could eat us. Und das ist ein nobles Ziel. Das ist eine sehr, sehr noble Herangehensweise und ich glaube nicht, dass ich dafür vorher wirklich einen Blick hatte oder wirklich auch die Anerkennung für das, was diese Menschen tatsächlich versuchen. Ich liebe Fleisch. Ich liebe Käse, ich liebe Milchprodukte, ich liebe auch Honig. Denn es ist
Auch wenn es mir jetzt für eine Woche natürlich relativ leicht gefallen ist, es ist keine leichte Umstellung. Man muss wirklich bei allem, was man einkauft, muss man immer darauf achten, ist dieses Produkt vegan. Weil ich will was zum Überbacken haben, wenn ich bald irgendwas überbacken kann, dann drehe ich durch. Und wie ich vorher erwähnt habe, das hört nicht bei der Nahrung auf. Es gibt viele, viele verschiedene Dinge, in denen Leder mitverarbeitet ist oder in denen Tierversuche durchgeführt wurden. This is the part of the job I hate. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Themenfeldern, die der Veganismus mit beinhaltet und über die man sich tatsächlich bewusst Gedanken machen muss, wenn man sich für diesen Lebensstil entscheidet. Abgesehen davon, dass es für die Tiere eine Katastrophe ist, ist es natürlich insgesamt eben auch katastrophal, dass die Welt so viel Fleisch isst, weil dadurch der Treibhauseffekt angetrieben wird. Ja! Es war keine günstige Sache. Aber wenn man sich da reingelebt hat, dann war es eigentlich eine recht gut umsetzbare Sache. Ich denke, jemand, der tatsächlich mit Herz und Seele dahinter steht, kann den veganen Lebensstil auf jeden Fall umsetzen. Also es schmeckt erstmal alles sehr anders. Ich will nicht sagen schlecht, aber anders definitiv. Für mich persönlich ist es nichts, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt in dieser Woche über den veganen Lebensstil, über die Einstellung zum Leben und zur Welt um einen herum. Hast du schon mal was gekocht, Nikolas? Du hast mich erwischt. Das ist mein erstes Mal heute. Aber ich muss einfach sagen, ich persönlich werde mich, glaube ich, nicht diesem Pfad dauerhaft hinabbegeben können. Aber all unseren Veganern da draußen, ich muss einfach sagen, ich habe eine neue Art von Respekt für euch gefunden. Werde mir in Zukunft zweimal überlegen, diesen Kompostspruch irgendwo anzubringen. Und ja, wenn ich nur zwei Worte in die Welt hinausrufen kann, dann go vegan. Vielen Dank. Cancer, heart disease, drowning, all preventable with a vegan diet and a life jacket.